Der Künstler im Atelier. Zeichnend am Bild Matratze. Und wieder der Künstler im Atelier. Er heißt Alfred Hofkunst. Hofkunst? Ah, Joe Berno, wie geht's um den Gang? Nein, nein, ist alles okay. You? Oh ja. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go? No me moleste mosquito. Ah, Joe Berno, we gave him again. No me moleste mosquito. You. Es ist mehr als bloßer Augendruck. Alfred Hofkunst hat sein Atelier Strich um Strich, Wand um Wand minutiös mit Bleistift nachgezeichnet. Das eigentliche Atelier befindet sich im Weiler Monte im Waadtland. Die exakte Bleistiftkopie des Ateliers wird im Kunstmuseum Winterthur nachgebaut, wo sie als Katalog Nummer 1 bis zum 4. März zu sehen und zu betreten ist. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito. Das gezeichnete Atelier, eine Art Environment als Kulisse gebaut. Hofkunst ist gelernter Theatermaler, daher seine Vertrautheit mit der Tradition des Illusionismus. Was hier dreidimensional wirkt, ist zweidimensional auf die Wände gezeichnet. Realität und ihr Abbild. Der Vergleich wird zum Abenteuer des Sehens. Es fällt schwer, den Übergang festzustellen. Die Musik muss es für uns tun. Jeden Gegenstand, auch das Hemd an der Wand, die Neonleuchte, alles hat Hofkunst millimetergenau aus seinem Atelier mit dem Bleistift nach Winterthur übertragen. Das Gestell im Atelier von Monté. Hofkunst benutzt es, um seine immensen Bleistiftvorräte zu verstauen. Dasselbe Gestell in der Ausstellung. Realismus mit Fußangeln. Das Stichwort situiert Hofkunstzeichnen im aktuellen Hyperrealismus. Sein sarkastischer Verstand weitet ihn zum ironischen Realismus aus. Hofkunstbild ist immer Abbild. Die Realität hat der Maßstab getreu ins Bild übertragen. Hofkunst ist ein Übersetzer. Wie nun übersetzt er unsere Wirklichkeit in sein Bild? Einfach so sagen.
Früher versuchte ich, meine Ideen möglichst genau zu zeichnen. Heute will ich Dinge so genau zeichnen, dass daraus eine Idee entsteht. Notizzettel und Entwürfe an der Atelierwand. Dabei ist nicht interessant, was auf den Zetteln gezeichnet ist, sondern wie die Zettel gezeichnet sind. Hofkunsts Atelier war früher ein Schulzimmer. Die Übersetzung des Raumes ins gezeichnete Bild geschieht mit manisch anmutender Akribie und Genauigkeit. Die absolute Sicherheit der Bleistiftführung erlaubt ihm jeden Effekt. Übersetzungen entstehen aber vorerst immer im Kopf, seines Sätze oder Bilder. Der Idee erst macht Hofkunst sein Handwerk dienstbar. Somit ist auch die Konzeptkunst Schlüssel zum Begreifen von Hofkunsts Wollen. An der Atelierwand in Monthey, ein Papierflieger. In der Übersetzung ins Bild zeigt sich Hofkunsts Verzicht auf individuelle Werf der Strichführung. Seine illusionistisch eingesetzte Raffinesse gibt den Gegenständen geradezu magische Anonymität. Gerade das Allergewöhnlichste lehrt uns hier bewusstes Wahrnehmen. Elektrisches Kabel. Auch es zeigt Hofkunsts Verzicht auf ideologische Verfremdung der Wirklichkeit. Ihre Stofflichkeit aber prüft Hofkunst mit verschmitzter Freude am eigenen trügerischen Effekt. Wie sagte doch Gertrude Stein, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Hier kann man das Wort Rose durch Kabel ersetzen. Im gezeichneten Atelier stehen einige von Hofkunsts Bildern. Gezeichnete auch sie. Es sind Bilder von Bildern, die jetzt im Winterthurer Kunstmuseum hängen. Das Bild im Bild im Bild. Das Dechiffrieren der Verhältnisse steigert das Sehabenteuer. Besonders hier, wo der Bildgrund, das Papier, Bildgegenstand ist. Ein Loch im Papier. Konzeptkunst. Gezeichnet wiedergegeben. Diese Vielzahl der Bezüge gibt Hofkunsts Kunst ihr Gewicht. Sechs Herzen, das Bild von Jim Dine an der Atelierwand von Hofkunst nachgezeichnet. Sechs Herzen, diesmal von Jim Dine, im Original an der realen Atelierwand. Hofkunst spielt da mit den Begriffen Kunst und Künstlichkeit. Werk und Blendwerk werden gemischt. Sich Klarheit zu verschaffen, das ist die Leistung, die Hofkunst dem Besucher seines Ateliers abzwingt. Hofkunsts Augenzauber vollzieht sich mit Ironie. Sie schafft Distanz zur Wirklichkeit, stellt sie bloß, indem sie sie darstellt. Der Stecker, der wohl ein Stecker im Atelier sein könnte, ist das eingerahmte Bild eines Steckers, das an der Wand lehnt. Ein Entwurf von Jean Tinguely, aber von Hofkunst auf die Atelierwand gezeichnet. Das Widerspiel, das der Illusionismus auslöst, überträgt sich auch auf Identitäten.
Die Matratze. Hofkunsts Objektfetischierung wurzelt in der Pop-Art. Seine Bildideen in der konzeptuellen Kunst. Seine Stilmittel im Hyperrealismus. Und alle drei fasst er zusammen, indem er uns sensibilisiert für die Bedeutung der Dinge. Illusion ist seine Lehrmethode, Realismus sein Seziermesser. Hofkunst lehrt uns die Wirklichkeit. Thank you.